Was geht denn hier ab? Die PayPal-Aktie stürzt innerhalb von nur einem Handelstag um 13,5% ab und befindet sich erneut unter der 60-Dollar-Marke. Bedeutet das, dass wir bei PayPal jetzt einen massiven Abwärtstrend starten und es einfach weiter heruntergeht und PayPal nicht stark ansteigen wird? Oder was wird nun wirklich passieren? Wir reden drüber. Los geht's! Zunächst einmal hatten wir eben diesen massiven Abverkauf bei PayPal am letzten Handelstag und der sorgte dafür, dass einige Stimmen jetzt sich erhoben haben, dass die PayPal-Aktie möglicherweise doch nicht so stark ansteigen wird und jetzt weiter crashen wird. Bei vielen besteht nach wie vor die Angst, dass die PayPal-Aktie möglicherweise eine Loser-Aktie ist und einfach nur weiter herabstürzen wird ins Bodenlose, bis auf die 0 Dollar sogar. Und wir sehen es auch, die PayPal-Aktie stürzte in den letzten 900 Tagen um 82% herunter und konnte bis jetzt noch keine Trendwende einleiten. Aber warum sagen wir, aber auch andere Analysten, wie beispielsweise Philipp Hopf, jetzt, dass die PayPal-Aktie es schaffen kann, eine Trendwende aufzubauen und nun endlich nach oben zu steigen? Wir gehen den Chart grundsätzlich mit einer Analysemethodik an, in der sich die Bewegungen in verschiedene Unterbewegungen einteilen und wir möchten genau das heute tun. Wir möchten uns nicht auf irgendwelche Nachrichten verlassen oder auf sonstige Dinge, die man über die PayPal-Aktie hört, sondern wir wollen uns nur darauf verlassen, was wir bis jetzt gesehen haben und was wir anhand dessen mathematisch berechnen können. Das heißt, wir werden hier nicht versuchen, irgendwelche Nachrichten und Ereignisse hervorzusagen, sondern wir werden uns auf das konzentrieren, was uns der Chart bereits gegeben hat und daraus dann eben Rückschlüsse ziehen. Wir konnten bis jetzt beobachten, dass wir eine scharfe Abwärtsbewegung hatten und diese Abwärtsbewegung folgte eben hier dreiteilig ab und wir sehen es, diese Abwärtsbewegung war schon länger unterwegs, nämlich seit 2021. Wir hatten hier diese erste Bewegung nach unten, dann kam eben hier der Rücksetzer, der aber nur eine Falle war, sozusagen eine Bärenfalle und dann ging es hier rapide runter in diesen drei Bewegungen und dann hatten wir erstmal lange eine Seitwärtskorrektur, die aber auch etwas nach unten ging und wir sehen es, der Preis schaffte es dann hier herunterzubrechen unter die 100-Dollar-Marke und final dann sogar bis unter die 60-Dollar-Marke und das ist auch da, wo wir jetzt gerade stehen und wir sind aktuell noch nicht wirklich ausgebrochen. Wichtig ist jetzt, der Preis hatte hier eine Zielzone, die wir bereits seit Sommer nutzen und diese Zielzone haben wir auch bereits im Sommer prognostiziert und der Preis ist hier sehr schön reingelaufen. Er hätte hier Spielraum gehabt zwischen 59,82 Dollar und tiefstens 22,19 Dollar, aber wir sehen ja hier auch schon, diese roten und orangenen Bereiche können wir völlig ausschließen. Das sind die unrealistischeren Bereiche. Wir haben uns hier fokussiert auf diese Bereiche bis zum 61,8er Niveau, also 49,42 Dollar. Und das Niveau wurde auch gehalten. Das Tief von 50,25 Dollar wurde auch noch nicht unterschritten. Aber warum ist das Ganze hier relevant? Wir sehen zunächst einmal, dass ich hier auch perfekt an die Trendlinie gehalten wurde. Und jetzt ist es eigentlich auch ganz logisch, dass der Preis nach oben hin ausgebrochen ist und hier diese Trendlinie verlassen hat. Mit anderen Worten, wir haben hier nochmal eine Confluence, dass das Ganze realistisch ist. Und jetzt bricht der Preis aber wieder runter in diese Zone. Ist das jetzt ein Signal, dass man vorsichtiger sein sollte und nicht einkaufen sollte? Nein, im Gegenteil. Jetzt hat man nochmal die Chance, zu Tiefspreisen einzukaufen, seinen Vorrat nachzustocken, selbst wenn man bereits in einer Position drin ist und kann somit natürlich viel mehr rausholen aus PayPal. Viele sind jetzt hier natürlich in Angst verfallen, weil es weiterhin bergab ging. Auch 2023 war hier im Endeffekt ein bärisches Jahr für PayPal. Aber man muss sich hier nur eine Sache verbildlichen. Und zwar, dass der Preis selbstverständlich nicht endlos abwärts laufen kann, sondern auch irgendwann steigen muss. Denn PayPal ist nach wie vor sehr gut im Markt etabliert und es macht für so ein Unternehmen keinen Sinn, einfach einen wahllosen Absturz zu haben auf 0 Dollar. Es gibt immer einen Boden und wir gehen davon aus, dass dieser Boden jetzt getroffen wurde. Und wir können bei PayPal beobachten, dass wir jetzt hier eine Bewegung nach oben ausgebaut haben in einer Diagonalstruktur. Und hier können wir ganz deutlich sehen, wir hatten bis jetzt eine Welle 1 nach oben, das heißt eine erste Bewegung. Und jetzt hatten wir hier diese Korrektur nach unten, die auch sehr schön dreiteilig ablief. Und wir sehen, der Preis ist hier sehr gut in unsere Zielzone gelaufen. Mit anderen Worten, er ist auch noch in unserer Zielzone. Und das könnte uns jetzt die Chance geben, nochmals sehr schön nachzukaufen. Auch kurzfristig für Leute, die hier nur einen Monat oder zwei Monate beispielsweise drin bleiben wollen, würde der Preis mal mindestens bis zu diesem Niveau hier steigen, also 84,95 Dollar. Das sind 44% und das kann bei einer Welle 3, die jetzt hier ansteht, sehr rapide gehen. Und deshalb sehen wir hier bei PayPal kurzfristig auch sehr viel Potenzial, weil wir jetzt die letzte essentielle Bewegung nach unten
beendet haben und hier das Ganze auch sehr rasant gemacht haben. Das heißt, es geht auf jeden Fall nach unten hin in diese Zielbox. Wir sehen ja auch schon danach, die Kerzen waren alle grün. Also kann man jetzt davon ausgehen, dass hier der Boden sehr schön getroffen wurde und wir können jetzt definitiv zu sehr günstigen Preisen einkaufen. Aber wo soll das Ganze überhaupt hinführen? Was ist hier das Ziel, das der Investor verfolgen könnte? Bis wohin könnte der Preis denn steigen in den nächsten kommenden Jahren? Selbstverständlich benutzen wir auch hier wieder unsere Zielzonen und verlassen uns nicht auf irgendwelche Nachrichten. Wir haben uns bereits in den letzten Wochen und Monaten auf unsere Zielzonen verlassen, sind damit sehr profitabel gefahren und natürlich auch haben wir es geschafft, auch ein gutes langfristiges Investment zu tätigen. Und deshalb werden wir wieder nach unseren Zielzonen handeln, um hier die meisten Profite rauszuholen. Wenn ihr auch diese Zielzonen erhalten wollt, dann schaut doch mal gerne mit dem ersten Link in der Videobeschreibung bei unserem Patreon vorbei. Dort könnt ihr euch eure Werte wünschen, die ihr gerne analysiert hättet und dann kriegt ihr Zielzonen zugesendet. Auch für Anfänger ist es sehr gut, denn wir erklären dort zu jeder Zielzone auch immer, warum das Ganze so ist und was wir bis jetzt gesehen haben und wie der Markt sich vermutlich in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird. Jetzt zurück zu PayPal. Wir gehen davon aus, dass PayPal mal mindestens das Ziel rund um 485 Dollar anlaufen wird. Das wäre jetzt vom aktuellen Stand rund 800% nach oben. Das ist natürlich sehr schön. Und maximal würden wir hier 1100% Profite mitnehmen können. Also wir sehen, PayPal hat nach oben hin sehr viel Potenzial. Wie lange das Ganze dauern wird, kann man hier nicht sagen. Und es wäre auch nicht seriös, dazu eine Aussage zu tätigen. Wir wissen nur, es wird in diesem Preisbereich laufen. Aber wie lange das Ganze dauern wird, ob es jetzt ein Jahr dauert oder zwei, das kann man nur sehr schwer sagen. Wir sehen ja hier zum Beispiel eine impulsive Bewegung bei PayPal, dauert rund 300 Tage. Das heißt, wir könnten davon ausgehen, dass PayPal in 300 Tagen möglicherweise ein neues Allzeithoch ausbaut. Aber das ist natürlich nicht garantiert. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und würde nochmal hinweisen auf unsere E-Mail-Adresse bullishimpulsemanagement@gmail.com. Wenn ihr Kooperationsanfragen habt, dann könnt ihr diese dort gerne hinsenden. Vielen Dank.